Freunde, damit herzlich willkommen zurück bei OmniTurf. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Friday Night Funkin' Video. Und zwar zu Friday Night Incident. Ich glaube, wir hatten schon mal die Blue Balls Incident gespielt, die auch ziemlich cool war. Sehr, sehr heftig. Also, naja, sehr creepy, der Mod. Aber Friday Night Incident haben wir noch nie gespielt. Aber ich glaube, das ist auch eine neue Version oder so. Es gibt ja eine ältere Version und die Version hier. Aber ich weiß, ich bin kein Experte. Ich kann auch nicht so gut lesen. Aber auch wenn ich nicht gut lesen kann, ich hoffe, ihr könnt erkennen, wo der Daumen nach oben ist. Und dann lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit wir dieses Jahr noch 200.000 Abos erreichen. Es wird knapp, ich habe zu wenig Videos hochgeladen. Aber das ist egal, nehmt beim Instant Gaming Gewinnspiel teil. Link in der Beschreibung und das erste angepinnte Kommentar, da ist der Link drin. Draufklicken, beim Instant Gaming Gewinnspiel gewinnt ihr genau das, was ihr wollt. Ihr könnt euren Gewinn euch nämlich selber aussuchen. Deswegen klickt mal auf den Link, schaut mal rein, ganz, ganz wichtig. Aber wir machen jetzt erstmal die Friday Night Incident und wir haben einen Story Mode, Freeplay, Discord und einen Trollface. Wir machen den Story Mode. Und hier haben wir ihn auch schon, Mr. Trollolo, man kennt ihn. Ja, wer kennt ihn noch? Damals sind Trollsong, ist auch schon voll lange her, aber ihr werdet ihn bestimmt kennen. Der Trollolo-Guy, okay. Wir starten natürlich Woche 1 auf Fahrt, wir haben 3 Tracks. Wir haben Glad, Prepare und Evacuate. Wir gehen rein auf Fahrt, weil alles andere macht keinen Sinn. Ich bin's, Tim. Noch ein kleiner Reim. Das muss sein. Wir gehen jetzt in Woche 1 rein. Dafür einen Daumen nach oben. Okay, Woche 1 startet. Geht's ihm gut? Oh. Onkel T, ja, hi. Ah, girlfriend, my little Glubnica. It has been too long. Voll cute, how okay. Have you been? I've been good, Uncle Trollface. Also. It's so nice to see you after so long. I've really missed you. Oh, I have missed you too, Rosa. Sie hat ihn echt vermisst. Er hat sie auch vermisst. Sorry, it took me so long to come to America. Das ist ihr Onkel. So. Und. Ah, it's the boyfriend. Hi! This must be your boyfriend that you've been talking about so much. It is so nice to finally meet you. My name is Mr. Trollolo. Mr. Trollolo. I am girlfriend's uncle. Er ist der Onkel, okay? Wir fordern ihn heraus. Oops, I forgot to tell you that he talks like that when he's nervous. Sorry. Oh, well, that is okay. I understand if you're intimidated. Just look at the size of me. Okay, ja. So, Uncle Joe. Nein, wir haben doch keine Angst vor ihm. I wir fordern so ihn heraus. I wanted to sing songs with you, Rosa. Just like old times. Okay, er singt so Songs mit uns, natürlich. Reason, thank you so much, Uncle T. Er will ein paar Lieder mit uns singen. Alright. Da! Okay, wir singen den ersten Song jetzt mit ihm. Oha, wie sieht er denn jetzt in dem... Oh, es ist gar nicht so einfach. Warte mal. Oha, aber voll cool. Alter, wie er abgeht. Voll stark. Aber wie sieht er aus? Was ist mit ihm? Er lacht einfach. Okay. Wow. Also das sieht einfach aus, aber irgendwie ist der Song gar nicht so einfach. Aber das war der erste Song, aber einfach. So good, you two. Das haben wir easy gemacht. You, richtig schön, richtig toll einfach. You sang perfectly. Klar. Almost like I sing it to you when you were young. Wir sind Profis, natürlich sind wir gut. Was ist jetzt los? Oh, blöd. Oh, blöd. Okay, Uncle T? Yes, dear. My chest feels heavy. Maybe allergies? Ja, bestimmt eine Allergie. Yes, boyfriend. I'll be okay.
Maybe we can sing one more song. Oh, ich krieg hier Garcello-Vibes. Hoffentlich geht's dem Onkel gut. What song would you two like to sing? Nächster Song. I choose? Oh, well, thank you, boyfriend. Und der nächste Song ist? I sing for healing soldiers. Oh, er sagt den Namen nicht vom Song. Ja, alles klar. Danke für nichts. Okay, wir starten. Oh, er sieht ein bisschen ungemütlich aus für ihn. Ihm geht's nicht so gut, glaube ich. Nee, ihm geht's gar nicht gut. Oh. Oh, ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Onkel. Nicht, dass ihm irgendwas passiert, ey. Wir hatten schon so viele Probleme mit Garcello. Garcello musste uns schon verlassen. Da hoffe ich, dass Girlfriends Onkel nichts passiert. Das wäre echt schade. Aber er strengt sich noch an. Aber er muss ganz schön oft husten. Das ist verdächtig. Very sus. Aber er strengt sich an. Manche von den Tönen klingen ein bisschen uncool. Hat nochmal gehustet, aber wir sind gut durchgekommen. Wir haben gut gespielt, aber ihm geht's nicht gut. Ihm geht's gar nicht gut. Was ist das denn? Oh-oh. Er sagt, es fühlt sich an, als hätte ihn jemand niedergestochen. Oh-oh. Aber was ist das für schwarzes Zeug? Soll das Blut sein? Ist er tot? Oder... ist irgendwas anderes mit ihm passiert? Oh. Are you okay? Oh. It's about time. I've been dormant for so many years. Er hat sich verwandelt. Neglected us for too long. But now he has arrived. Was zur Hölle? What are you talking about? What are you saying? I suggest. Oha! You to start running. Er hat einfach eine Axt rausgeholt. Bring it on, ich sing dich tot oder so. Okay, oha, wie sieht das denn aus? Alter, er zieht uns direkt Leben ab. Alter, okay, das ist übel. Das ist ein übles Level. Oh, scheiße. Wie kann er mir als Leben abziehen? Oh mein Gott, ich habe auf die Axt gedrückt. Oha, okay, das wird schwer. Das wird richtig schwer. Ich spüre es schon. Die Nasenspitze juckt, die Ohren tun weh, ich schwitze. Das wird schwer. Okay, come on, ja. Aber ich mach die Tasten doch richtig.
jetzt drauf gedrückt? Da war doch gar keine Axt. Hä? Hä, was? Wieso kriege ich denn hier als die Axt ab? Oh, ich glaube, wenn wir nur einmal missen, kriegen wir direkt die Axt reingepfeffert. Wenn wir nur einmal eine Taste nicht erwischen, kriegen wir sofort richtig einen reingezündet. Oh, das ist ein schlechtes Zeichen. Okay, okay, wir gehen jetzt nochmal rein. Ihr könnt es unten links unter meiner Facecam sehen. Ich habe jetzt nur noch auf normal. Das war zu krass. Guck, wie viel Leben der uns wegrockt. Einfach so. Ich glaube, wir verrecken gar nicht, weil wir missen. Oh Gott. Ich glaube, wir verrecken gar nicht, weil wir missen, sondern wir sind immer so low life. Nach einem Miss oder zwei sind wir halt direkt weg. Also ist wie ein Miss tot. Ist selbe Prinzip, aber nicht, weil wir gemisst haben, sondern weil wir so wenig Leben haben. Aber selbst auf Normal, wo wir die meisten heftigen Level eigentlich immer schaffen. Ich meine, wann haben wir das letzte Mal ein Level auf Normal nicht geschafft? Ist das hier trotzdem ultra heftig? Wirklich saftig. Guckt's euch an. Axt. Okay. So, er zieht uns einfach random Leben ab. Als weiter. Oha. Nee. Ah, ist zu heftig. Das Level ist zu heftig. Also ohne Scheiß, ich habe das jetzt gerade hier im Freeplay gestartet auf Normal. Pass auf, wir starten es einmal auf Easy, okay? Wir machen es einmal auf Easy. Ich will nur mal gucken. Eigentlich mache ich sowas ja nicht. Eigentlich spiele ich ja mindestens Normal. Aber... okay, ja, so sieht es schon mal besser aus. Ich drücke trotzdem die Axt. Aber ihr habt es ja eben gesehen, jetzt auf Easy. Wenn ich jetzt die Tasten richtig drücke, kriegen wir Leben dazu. So wie es halt, Was? Hä? Das ist auf Easy. Was ist denn jetzt passiert? Okay, also wir kriegen hier Leben dazu. Auf Hard und auf Normal hat er uns ja einfach nur als Leben abgezogen. Selbst wenn wir richtig gedrückt haben, hatten wir keine Chance, Leben zu sammeln. Oh Gott. Okay, nee, ich... okay, also, pass auf. Wir müssen kurz was zusammenfassen. In dem Level zieht uns der Mr. Trollolo, oder wer auch immer das jetzt ist, keine Ahnung, uns konstant Leben ab. Und wenn wir am Ende dann einmal falsch drücken, sind wir sofort tot. Es sind Äxte, die über die Bildschirm fliegen, wie die Todespfeile bei Tricky damals. Wenn wir die drücken, sind wir tot. Und scheinbar bei bestimmten, nicht bei allen Pfeilen. Ich habe schon Pfeile gemisst eben und bin nicht gestorben. Aber manche Pfeile, da drückst du vorbei, tot. Das ist der Easy Mode gewesen gerade. Was? Hä? Also an der Stelle würde ich sagen, das war's für dieses Video. Lasst einen Daumen nach oben und einen Kombi da. Wenn ihr wollt, dass ich alles dran setze, das Level zu schaffen, dann mache ich das. Ich meine, wir haben bisher jedes schwierige Level geschafft, wenn wir es lang genug gespielt haben. Tricky Phase 4, wie viele Stunden haben wir das gespielt, haben wir geschafft. Wenn ihr es unbedingt wollt, mache ich das. Aber dann viele Daumen, viele Kommentare, gebt Gas, strengt euch an. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns wie immer im nächsten Video wieder. Euer Tuber verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.